Hey Leute, ich bin's wieder, Drachen Charo mit LB dran und wir fahren fort mit Let's Play Mario Luigi Superstar Saga. In der letzten Episode haben wir es zwar ins Schloss geschafft, aber naja, wir müssen den Klempner spielen. Das war richtig. Wurde nämlich gebeten, via Falltür, einfach mal die Rohre des Schlosses zu reparieren und wir sind gerade dran. Ich würde eigentlich gerne noch gegen Gegner catchen. Weil XP wichtig sind. Na komm. Der hat wohl nicht so Bock. Komm schon. So. Und dann wollen wir mal. Interessiert mich wirklich. Ach, grüne Stachis, das sehe ich zum ersten Mal. Interessiert mich wirklich. Teufel hier los ist, weil die Hexe hier irgendwie reinkommen. Diese... Verdammt, ich vergesse ihren Namen. Lugmilla, genau. Hier drin ist irgendwie alles so ruhig. Komisch, wa? Ich meine, das ist erst der Anfang der Story. Ach, es gibt noch so viel, was passieren wird. Wetten, wir fliegen irgendwie aus dem Schloss hier irgendwie rausgeballert. Weiß nicht. Typisch für Superstar Saga, also für die Mario Luigi Reihe. Irgendwie wird ständig irgendwas rausgeschossen. So. Und wo Prinz Marmekui ist? Off. Hehehe. Was geht noch mit der Verteidigung? Mann. Ich find's eigentlich mega interessant. Das ist richtig cool. Verdammt. Ah, die machen relativ viel Schaden. Das will mir nicht so gefallen. Yay! XP und Geld. Komm ich da so auf? Sehr gut. Hey Typ! Verdammt! Ich wollte hier drauf springen. Buff! Buff! So. Ich weiß, ich benutze jetzt den Hammer. Hey, das klappt doch super! Ich mag den Hammer. Der ist cool. Verdammt. Zu früh gesprungen. Ich freue mich heute. Heute kann ich eigentlich den ganzen Tag aufnehmen. Ah, dann habe ich jetzt ein bisschen Mario Luigi Aufnahme-Session. Dann kommt Okami. Ach, das ist so schön. Ach, das ist so schön. Habt ihr eigentlich jemals Rohre repariert? Ich nicht. Ich habe einmal aus Versehen fast die Dusche da verstopft, weil lange Haare und so. Ja, da muss man das schön... Naja, man muss vorsichtig sein. Waff, so, nicht nochmal. Ich meine, man wäscht sich aber die Haare und auf einmal steigt das Wasser. Man denkt sich, was ist denn jetzt los? Und dann sieht man, oh verdammt, die Haare haben den Abfluss verstopft. Wieso erzählt ihr mir das? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich hier irgendwann so ein Abflussdingsbums sind. Ja. So, wo sind denn jetzt noch kaputte Rohre? Oh. Ah, ich sehe schon, was wir da machen müssen. Nein. Jung. Jetzt aufkloppen. Na, geht doch. Und nochmal kämpfen. Das geht auch. Ah, sehr schön, dass sie betäubt werden. Ich glaube, das macht keinen Schaden. Ah, es ist irgendwie schade. Ich muss sagen, die Hämmer sind richtig cool. Buff zerstört. Verdammt. Oh, dieser Knopf. Wer? Heißt das aber heute noch zur Gemeinde? Gott. Oh, Regeln und Mann, mit Social Anxiety ist es nicht lustig. Ich weiß, ich töne hier so voll badass und so, von wegen, ja, ich kriege alles hin. Ich kriege auch fast alles hin. Aber, also ich weiß nicht, wie man das sollte, Social Anxiety, das ist richtig, richtig böse zu haben. Und zwar richtig böse.
finde, das ist auch so. Ich kann zum Beispiel nicht irgendjemanden über das Telefon anrufen, den ich nicht kenne, um irgendwas abzumachen. Ich habe viel zu viel. Es geht einfach nicht, weil die Redefunktion setzt aus. Es hat natürlich lieber E-Mails schreiben oder. Oder wenn schon, einfach persönlich dorthin gehen und abmachen. Oh Gott. Seid einfach froh, falls ihr das nicht habt. Das ist irgendwie das Schrecklichste, was es gibt. Na schön. So. Gibt's ja eigentlich auch geheime Glöcke? Das sah nicht irgendwie danach aus. Nee. Gut, dann halt nicht. Ach, Mann. Ja, aber zumindest habe ich keine Probleme mit Reden vor Leuten. Das war früher immer so. Yay! Buff. Tschüss mit dir. Buff. Ja, die haben eine schöne Beteiligung. Wisst ihr, was ich hier aber vermisse? Bei Paper Mario kann man ja quasi, Paper Mario Länge von Ion-Tour, nicht beim ersten Teil, konnte man halt die Gegner scannen, dann hatte man sie in so einem Gegneralbum drin. Und dann wusste man genau, wie viel Verteidigung, Angriff und all die Stöße sie haben. Aber dann bei Paper Mario, da gibt es auch keine Verteidigung. Nicht so wie hier, wo man Stats hat. Also man hat schon Stats, aber die nicht so ist. Aber es ist einfacher. Ah Gott, Paper Mario ist so geil. Hab ich gedreht? Ja? Dann will ich noch das hier. Boff. Platten, denn schon. Oh, die fallen ja runter. Oh, wie gemein. Hier will ich hier runter. In einigen Spielen. Ah! Geschafft. Let's go. Ich weiß aber, wir sind schon Level 9. Das ist super. So. Gut, aber heute halt mit Sprüngen platt. Muss ja auch nicht sein. So. Und Hammer. Ich weiß, es geschieht nicht so viel, aber. Nein! Verdammt. Verdammt. Wir müssen nicht mehr so lange warten. Ich finde es schön, dass ich schon mit Mückenstichen übers Eid bin. Ich bin da eine Woche wieder zurück zu Hause und zack, Mückenstiche. Überall. Das ist sehr nervig. Ach Gott, ich hasse. Gestern habe ich irgendwie so ein riesiges Fliegeteil in die Wohnung bekommen. Ich kann nicht ohne offenes Fenster da sitzen. Ich brauche frische Luft und alles. Und Gott hat mich das Teil terrorisiert. Meine Fresse. Viele XP. Ey, das gefällt mir. Ich will eigentlich noch den. Zack. Ist kein Problem. Fliegenfried ist Geschichte. Tschüss. Tschüss. So. Vielleicht sollte ich Mario heilen. Ich habe nicht so viele One-Up-Pilze. Okay, Item. Pilze. Mario. Back. Mario. Nom nom nom. Sehr schön. Und. Nein, es ist Hammerzeit. Boff. Und. Boff. So. Ich weiß, ich habe sonst bei den anderen Mario und Luigi-Teilen immer irgendwie so Luigi voll aufgebaut, damit es einen riesigen Angriff hat. Und naja, mit der Verteidigung ging das doch. Keine Ahnung, ich finde Luigi einfach viel cooler als Mario. Mario ist zwar rot und rot ist meine Lieblingsfarbe, aber Luigi ist einfach viel cooler. Vor allem alle, niemand kennt Luigi, alle sind like, hö, Luigi? Wer ist das denn? Hm? Ach, das ist so traurig. Okay, wir gehen da durch, aber genau so irgendwo Durchgang. Was steht da denn? Abwassersystem Wartungshandbuch 2. Um die Röhre zu fluten, muss man kräftig an den Handrädern drehen. Ah, haben wir gemacht. Nee, ich aber nichts mehr. Gut. Soll ich mal sagen? Weiter geht's. Okay. Oh. Ist er hochgesprungen? Nervig. Aff. So. Niemand legt sich mit uns an. Niemand. Und nochmal.
den anderen angreifen. Oh. Ja, ja, there's no kill like overkill, wa? Das stimmt. So. Nee, aber die alte Hexe da, die war ja richtig fies. Oh, ihr seid also Klempner, ha? Mhm, ich kann den Freunde durchlassen. Du Falltür auf. Mann, so. Ach Gott. Ja, ja, einige alte Leute, die sind einfach. Wah! Ja, also das jetzt, das kommt überraschend. Dass es so auch noch gibt. Voll die Falle ist voll Oddworld-mäßig. So, tschüss, Mann. Oh, du willst das Zeug looten? Ja, da ist aber ein Gegner drin. Höhö. Das ist hier kein Instant-Kill. Das ist einfach ein Kampf. Was eh gut ist, weil wir XP brauchen. Oh ja, Erfahrungspunkt. So. So schlimm. In Diablo 3. Ich zocke ja mit meiner Humpeline. Wieder öfters Diablo. Dann nenne ich Gene nicht Gene. Ich nenne sie einfach Erfahrungspunkte. Das ist so fies. Ich muss sagen, dass. Ja, wir haben jetzt quasi Season-Charaktere gemacht. Ich habe Zauberin genommen. Es ist so langweilig. Like. Oh, verdammt. Ja, ich meine, wenn es euch gefällt, schön, aber. Ich bin eher direkt. Also, in Sachen kämpfen. In Sachen Reden bin ich eine der indirektesten Personen, die ihr jemals treffen werdet. Deswegen, ich sag nicht das, was ich will. Ich will einfach irgendwie nett sein und. Verdammt. Tschüss, Mann. Vergiss es. Dann rede ich um den heißen Brei rum. Das mögen meine Kumpel nicht so. Hm. Bin ich hier anders? Bin ich hier direkter? Ich weiß es nicht. So, das ist einfach abzuwehren. Und tschüss, weg mit dir. Zack. Doch, immer noch nicht. Ich weiß, in der Episode wird viel gekämpft, aber wie schon gesagt, meine Erfahrung sagt, jeden Gegner besiegen, dann ist man auf einem guten Pfad und ist nicht leveln. Yay! Gibt's ja eigentlich auch so Ränge wie Panzerrang, Pilzrang und so? Ich gebe Mario einfach mal einen Lebenspunkt. Oh, 4! Oh, das nenne ich mal Glück. Danke, Fortuna. Ist hier noch irgendwas Böses, auf das ich auch so sehen draufspringen kann? Nee? Gut. So, ich würde aber gerne. So. Jetzt fühle ich mich wieder sicher. Hä, wo ist denn hier das Flutdings? Muss ich da runter? Nee, ich kann da nicht da runter. Muss ich das dann nochmal drehen? Jetzt war ohne Gegner? Ich versuch's aber mal. Hä? Was soll das? Ach, ich kann da weiter. So. Ja, also das erklärt ja natürlich einiges. Puff, puff. Oh Gott. Bitte kein Rätsel von wegen. Vier. Okay. Ich habe vorhin das zuerst platt gemacht, oder? 2, 1. Hä, gibt's hier irgendwie ein Manual, wie ich das machen soll? Ich glaube, ich muss einfach raten, oder? Natürlich muss ich das. Was soll ich denn sonst tun? Okay, buff. 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 Nee, warte, das habe ich ja so gemacht. So. Ach je. Okay, 4, 3, 2. Ha, geschafft. Schön. Luigi muss nach hinten gehen. Ein Item. So. Wieso machen wir das eigentlich? Warte. Okay, wir kommen hier eh nicht raus. Das ist so wie es
Zwangsarbeit eigentlich. Ah, jetzt sind die Rohre hier geflutet. Ist noch was Schönes für mich? Ein Pilz und... Oh, noch ein Pilz. Mit Pilzen kann ich leben. Oh, Pilze sind richtig lecker. Also, jetzt zum Kochen und Essen. Aber noch. So. Puff. Na komm schon. So. Und puff. Mein Gott, das gibt's doch nicht. Komm. Ich springe auf dich. Schön. Im Sprung aufgesprungen. Und tschüss. Und verdammt. Zu früh gesprungen. Liegfried. Tschüss, Mann. Und tschüss, Mann. So. Den anderen Liegfried platt machen. Oder auch nicht. Jetzt aber. Und noch die Stachis. Die müssen ja stärker werden. So. Verdammt, zu früh. Und zack. So. Ich wundere mich, wie lange das dann noch dauert. Juhu! Level of Luigi. Ich glaube, ich erhöhe mal Luigis Geschwindigkeit. Hätte sie 4 sein können. Naja. So. Und zack. Blub. Einfach Rohre reparieren, das gibt's doch nicht. Beim bunten Bodenmus. Endlich sind wir gerettet. Oh, glückliches Schicksal. Seid ihr etwa Mario und Luigi aus dem Pilzkönigreich? Ah, jetzt sehe ich, wo das Zeug her... Ja, egal. Was treibt Leute wie euch an einen Ort wie diesen? Was? Was, durch eine Falltür? Ich war das? Damit ihr die Wasserrohre repariert? Wie? Nanu? Aber Ludmilla hat uns doch überfallen. Wir hatten die ganze Zeit hier eingesperrt. Vielleicht war eure Hilde Bona. Oh, Mario, Luigi, diese Ironies. Das ist ja aber so leicht in meine Falle tappen. Funktionieren die Wasserrohre, wird das Alarmsystem für die Sternbohne ausgeschaltet. Was ist das für ein bescheuertes System? Meine Fürstin, nehmen wir die Sternbohne ab und machen uns aus dem Staub. Ja, endlich, endlich, die Sternbohne piepst mit meiner Hand. Eine Wunderbohne, die alle Wünsche erfüllt. Das ist die Sternbohne. Wer sagt das, Achim? Damit die Kraft der Sternbohne nicht missbraucht werden kann, wird sie seit Generationen diesen Palast bewacht. Ludmilla hat jetzt auf die Sternbohne abgesehen. Oh, heilige Hülsenfuhr. Mario, Luigi, schnell, wir müssen zur Sternbohne. Die Sternbohne darf denen auf keinen Fall die Hände fallen. Schneller, schneller. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, und ihr bleibt einfach hier dort. So. Ich würde aber gerne speichern. Oh, wie fies. Also das war jetzt ein bisschen unerwartet. So. Einfach nichts schreiben. Ja, wo muss ich denn durch? Ich habe auch keine Dungeon gehabt. Oh. Na, hier scheint es weiter zu gehen. Ich will jetzt nicht hier lang. Ich will gucken, was im anderen Raum ist. Aha. Ich habe doch Lust, dass hier noch irgendwas Schönes auf uns wartet. Wir können nur hoffen, dass es Königin Marmella gut geht. Wenn ich denke, dass Ludmilla entschlossen ist, bin ich vor Angst fast schon hier bleiben. Ach komm schon, Mario und Luigi sind bei euch. Euch wird schon nichts passieren. Und Prinz Marmek ist da auch noch, obwohl, ja, der war auch nicht sehr effektiv, wenn er in einen Drachen verwandelt. So, Leute, ich würde mal sagen, das war's langsam für heute. In der nächsten Episode, ja, gehen wir hier durch und
zu gucken, ob wir Lugmela auch irgendwie aufhalten können. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.